So Leute, da sind wir wieder mit einer weiteren Runde Heroes of the Storm. Mei ist dran, ein Main-Tank-Dame, die ich noch nicht wirklich viel gespielt habe. Also da fehlt mir ganz klar die Übung auch. Wir werden trotzdem sehen, wie es hier läuft. Ihre Fähigkeiten sind auf Q Schneeblindheit, mit dem du einen Schneeball wirfst, Gegner leicht schädigst, verlangsamst und sie für fast 2 Sekunden blendest. Blizzard ist ein starker AOE, Crowd-Control. Kreisförmig wird Schaden gemacht, Gegner werden stark verlangsamt bis maximal 35% und am Ende explodiert der Blizzard, fügt nochmal Schaden hinzu und betäubt für 1,25 Sekunden. Vereisen rutscht Mei in Zielrichtung, stößt Gegner in der Nähe zurück. Wenn der Effekt endet, fügt ihnen ein bisschen Schaden zu und verlangsamt sie um 80%. Diese Verlangsamung lässt nach kurzer Zeit nach. Man kann auch selbst kann beim Rutschen abgebrochen werden. Also du kannst auch selber vorher. Ne? Kann man das selber machen? Oder kann man von Gegnern unterbrochen werden? Das müssen wir nachher dem Spiel mal angucken. D ist dein Panic-Button. 40 Sekunden hüllst dich 3 Sekunden lang in einen Eisblock, der massig Schildpunkte liefert und dich unaufhaltbar macht und Lebenspunkte wiederherstellt. Dann die Lawine, so eine Schneekugel, um Gegner zu fangen und an einem Ort wieder auszuspucken. Und der Eiswall, der nach kurzer Zeit einen unpassierbaren Eiswall erschafft, Gegner einfriert und nach Ablauf immens verlangsamt, was über 3 Sekunden langsam nachlässt. So, wir müssen hier ganz wichtig natürlich noch die Sprecher einstellen. Hier brauchen wir eher was Eisiges. Warte mal, hier unten haben wir doch... Wo haben wir die? Ah, wo haben wir die Ereignisse? Da war's. Hier, genau. So, dann hier ganz wichtig das Spray. Da. Also das, genau, das Spray. Und hier machen wir... Da. Schaut blau aus. Blau für Mei ist gut. So, ansonsten lassen wir es jetzt so. Wir gucken uns hier einen Bild aus. Den kann ich hier noch schnell durchklicken. 3, 2, 2. Dann hier gucken wir. Und dann 3, 2 noch hinten aus. So, noch ein Tank dazu, okay, dann hab ich nicht, aber was ist denn das für ein Team, bitte? Nova und Mercury. Was? Bei den Gegnern? Oh, Hyper Carry Waller. Was? Okay. Mhm. Ja, klar. Kann man mal machen. Mal schauen, wie das hier läuft. Läuft hier alles gescheit? Mal gucken. Ja, passt. Geh rein. Rein da. Gut. So, mal gucken, wie es hier läuft. Wir haben auf jeden Fall 3 ordentlich beefy Helden auf der Gegnerseite. Der Varian kann sich da sogar überlegen, auf Damage zu gehen. Das hat ja der Varian die Wahl, ob er auf Tank geht mit seinem Taunt, also mit seinem Provozieren. Ne, Provozieren heißt es nicht, Spotten. Oder ihr geht auf Meme Blades oder ihr geht auf... So heißt dieses Talent. Wärmetransfer, auf geht's. Gewährt mir extra Schaden meiner Auto-Attacks gegen betäubte, bewegungsunfähige oder verlangsamte Gegner und ich verlangsame ja die ganze Zeit. So, außerdem heile ich mich. Also auch noch ein bisschen Life Leech, wunderbar. Die Waller werde ich ein bisschen versuchen zu blenden. Und den Varian eben auch. Was schreiben die denn da, komisches Zeug? Ich bin gleich da. Können wir uns nicht aufs Forschen konzentrieren? So, geblendet. Die macht Auto-Tex. Ich wusste es. Blenden wir die mal. Okay. Die... Die Waller war ziemlich down. Mercury ist soaked unten, das ist gut. Ah, daneben. Ja.
Da stelle ich mich schön in den Weg. Ja, ich hätte vielleicht mit meinem D noch mehr rausholen können, aber die... Die Oriel. So, jetzt habe ich's raus. Die Oriel haben wir ja gekriegt. So, schmeiß mir noch einen Trank in Rachen. Dankeschön. Und dann gehen wir nach unten. Gucken hier mal, was hier so abgeht. Hier geht gar nichts ab. Hier geht was ab. Aha. Hab ihn. Da heile ich mich mal ziemlich krass. Lass mich doch raus. So, jetzt brauche ich Mana irgendwie. Okay. War vielleicht ein bisschen zu deep, aber nur vielleicht. Kaltfront. Verringert die Abklingzeit von Vereisen um 3. Gewährt 80 Mana und verringert die Abklingzeit von Vereisen um weitere 5, wenn Mei in ihren eigenen Blizzard betrifft, solange Vereisen aktiv ist. Machen wir das doch. Unten sollten wir deffen. Da kommt jetzt dieses Camp an. Das müssen wir verteidigen. Abmarsch, rein da. Oh. Ah, trotzdem Taunt-Variant, okay, sehe ich gerade. Okay, hier setzt das ein Taunt ein. Okay. Also, du bist. So, jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier klarkommen. Und der kann unterbrechen. Warum nehmen die oben beide? Warum? So, da können wir aber ganz schön auto-attacken. Nehmt den Totengräber unter Beschuss. Ja, ganz guter. Jawohl, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Zack, zack, zack. Jawohl, der Lehrig ist gestorben. Da muss ich raus. Den Globe nehmen wir noch mit. Der Lehrig ist wieder da. Zack. So, jetzt haben die Verbündeten dann auch physische Panzerung und... Da habe ich sie gerettet. Gut, gut, gut. Wir machen halt wenig Schaden. Ich mache den meisten Schaden, ja, Damage. Damage me! Damage me! Woo! Ah, da ist er weg. Okay. Aber ich mach den Damage! Und die machen die, diesen Totengräber ein Ende. Okay. Okay. Und nimmt dabei. Ja, haben wir aber nicht bekommen. Ich muss auch mal ganz schnell raus hier. Aua, das tut weh, das tut weh. Knapp, knapp, knapp. Knapp, knapp, knapp. Ich meine, wir sterben nicht. Klar. Wisst ihr? Das Problem ist folgendes. Die beiden Tanks, Mei und Kleiner, machen den Schaden. Das kann ja nicht funktionieren. Och Gott. Ja, der schreit auch schon GG, weil... Warum? Ich habe das doch gezogen eigentlich. Hallo? Kleiner hat echt keine Lust mehr. Na gut, wir probieren unser Bestes jetzt hier.
Probieren jetzt auch hier mit, wobei, Lawine wäre jetzt schon witzig, ne? Machen wir. Da. Aua, aua. Du kannst mich nicht weiter hier verlangsamen. Du könntest ihn aber auch mal treffen hier. So, okay, wird er gefressen. Jawohl, sehr schön. Jawohl, sehr schön. Jawohl, sehr schön. Jawohl. Oh, da lädt er sich aber ordentlich auf. Also, man kann es selber abbrechen. Unten ist jetzt der Turm. Aua! Unten ist jetzt der Turm, den müssen wir dann nehmen. Da gehe ich schon mal hin. Die Altäre sind wieder erschienen. Kommt er nicht weg. Jetzt! Oh, schade, das war super knapp. Aua, da habe ich ziemlich viel Probleme. Aua, 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 da war ich zu deep. Ja, die Walle haben wir leider nicht gekriegt. Murky war auch die ganze Zeit, glaube ich, nicht dabei. Der pusht dabei oben. Macht sein eigenes Ding. Wie ergötzlich. Wird schwer. Wird schwer. Aber wenn es eine Map gibt, auf der man Comeback hat, dann hier. 3. Verursacht damit 1, weil vielleicht nicht verlangsamt. Ja, okay. Mach mal. Und dann hier dann noch. Muss ich bloß schnell auf meinen Zettel gucken hier. Genau so. Nein! Jetzt springt er über mich drüber, der Hundling. Oh Gott. Okay, das ist zu viel Schaden, das hält er nicht aus. Das hält er nicht aus, sage ich. Der kommt jetzt da raus. Nein, der kommt nicht raus. So, da la. Gut, da haben wir doch ganz gut, die Altäre zutage helfen. Bereitet euch vor. So, zack. Out-Attack. Aufladen. Out-Attack. Der kann sich ganz schön aufladen. Ich glaube, ich gehe mal nach oben. Bis da unten hält uns ja nur auf. Der Murky soll zum Rechten gehen. Das Blöde ist jetzt nur, Murky hat sein Ei... Habe ich doch gerade gehört, oder? Habe ich mich gerade verhört? Dass Murky sein Ei verloren hat? Ja doch, doch, da ist sein Ausrufezeichen. Hat er gerade verloren. Okay, dann gehen wir zum Rechten. Da, eine Attacke noch! Ah, oh, verdammt. So, die Aurel ist weg. Zack! Habe ich die Walla. Ja. Lass mich. Und tschüss. Dankeschön. So, da sind wir wieder voll aufgeheilt. Die Nova wird jetzt wahrscheinlich sterben. Jawohl. Und dann kommen wir da leider nicht hin. Ja, mehr kriegen wir leider nicht. Können ein bisschen Schaden auf. Dann. Mehr können wir leider nicht machen.
So, und hier die Verlangsamung und den Planer lässt während der Dauer nicht mehr nach. Vereisen fügt Gegnern mehr Schaden zu. Das ist doch gut. So. So und sauber vereist und sauber hier drin. Oh, ich habe den ganzen Cooldown bekommen. Ich will ja eigentlich auf die hier, ne? Zack, ist sie hin. Jawohl, sehr gut. So, dann können wir jetzt unten ganz gut reindrücken. Es sind jetzt drei tot noch. Ja, aber der Leoric kommt jetzt gleich hier. Da will ich dann eigentlich nicht da sein, wenn der lebt. Das könnte mir ein paar Probleme machen. So, oben war irgendwo die Top Damage, May. Ach, ich kann ja da gar nicht durch. Ah, sehr schön. Cool. Good job. Nehmt die Altäre ein. Enttäuscht mich nicht. Ah, da können wir schon ganz schön Schaden rausballern. Lass die Zitadelle des Totengräbers in ihren Grundfesten erzittern. Wo ist unser Heiler eigentlich? Da oben. Oh, da schläfert er sie alle ein. Oh, das war natürlich Gold wert. Wow, good job, Deckard. Ich hab keinen Mana mehr. Aua, ich hab keinen Mana mehr. Ah! Muss da weg. So, sehr cool. Ja, geil. Good job, Team. We can do this. Ja, zum Beispiel. Kannst du den hucken? Kannst du den hucken? Kannst du den hucken? Ja, wo will er denn hin? Wo will er denn hin? Aber wo will er denn hin? Ah, daneben. Opa, Gangnam-Style. Woo! Okay, jetzt nehmen wir uns alle Gebäude. Das? Dieser Turm geht nun dem Rabenfürsten. Verschießt nur eine Schnee, die runter so einen Schnibbelteil. Ja, ist okay. Ups. Ah, da kam ich leider nicht mehr raus. Oh, ich habe noch ganz überlegt, dem Kleiner zu helfen. Er war total deep drin. Er überlebt aber jetzt, aber nicht lang, oder? Kommt er raus? Nee, kommt nicht raus. Ah, schade. Ah, damit. Und der Deckard ist auch viel zu deep drin. Ah, verdammt. Jetzt geht's wieder in die andere Richtung hier. Und ich verliere meinen Top Damage. Den Nova holt hier doch noch auf, aber ist ja gut, so ist ja auch ihr Job. So, können wir das dawn zu zweit? Ja, nicht so. Die. Hä? Hä? Die machen das hier solo? Oh, jetzt haben wir so Angst, oder? Haben sie jetzt Angst? Haben sie Angst? Nein, jetzt sind sie zu dritt. Oh, wird der verprügelt. Oh! Ja, okay. Aber da kommen wir nicht mehr rechtzeitig hin, ne? Oh, und jetzt ist der Murky ganz down. Unschön. Ja gut, zwischendrin dachte ich, hey, jetzt können wir hier tatsächlich was machen. Aber dann... Schau mal hier.
Ach! Verdammte Axt! Ah, sorry. Ah, Mann, ich habe die Waller unten gesehen und rot gesehen und dachte mir, die hole ich mir jetzt. Vorher hat es ja einmal ganz gut geklappt, aber das war jetzt zu viel. Jemand Lust, ein Fort einzustampfen? Das Einzige, was noch gut war, war vielleicht, dass der Shen mit runter ist und dafür, ja gut, mit der haben sie auch bekommen. Ich habe die eigentlich von gar nichts abgehalten. Da gibt es nichts Gutes dran zu sehen. Es war einfach schlecht. Ah, hätte ich nicht machen sollen. Okay, oben haben wir wieder bekommen. Das heißt, wir sind erstmal safe. Hier nimmt der Leoric ordentlich Schaden. Der Turm ist unserer, baut sich aber erst noch auf. Nimmt er doch keinen Schaden. Unten haben sie genommen und drei Pumpkins drücken hier rein. Die machen drei Schaden an unserem Hauptquartier. Ja, 1, 2, 3. Damit haben wir noch ein Leben. Und müssten hier jetzt beide verteidigen. Mitte und unten. Mit Türmen im Knack. Also es schaut maximal schlecht aus. Jawohl, die Waller stirbt. Aber unten holen sie sich den Sieg. GG. Gut, lang. Gut, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit der Maze so viel Schaden raushau. Drittmeister Schaden im ganzen Game. Zweithöchster von uns. Okay. Das eine vom Deckard war richtig krass. Wo er die ganze Gegnerteam, das ganze Team gesilenced hat mit seiner heroischen Fähigkeit, die Heilung rausgekriegt hat und wir dann entgegenhalten konnten. Okay, also ich war auch das Frontschwein hier, den meisten Teamschaden erlitten. Was erstmal ein bisschen doof klingt, ist für einen Tank eine Auszeichnung. Du musst ja den Schaden aufsaugen. Jeder Schaden, den du abkriegst, haben deine Teammates nicht abbekommen, die ja nicht so viel aushalten. So, genau. Also May. War eigentlich ein ganz okayes Spiel, muss ich sagen. Für das, dass ich mit ihr keinerlei Übung habe und so, war es eigentlich ganz okay. Die ein oder andere Mal bin ich einfach zu tief rein, wollte zu viel. Das passiert mir hier ab und zu. Viermal gestorben, okay. Die Talente mit ihr, laut Hotslogs hier, ich kenne mich ja mit ihr nicht so aus, Wärmetransfer, Kaltfront, Davonschlittern, alles hier mit so Cooldown-Reduktion und hier für die Teammates, die Lawine habe ich nicht so gut getroffen, der Chen ist aber auch immer weggehüpft und so, habe ich nicht so, Polarwirbel, Glatteis und dann die Kaskade. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und oder Kommentar und als nächstes spielen wir, oh, Mephisto. Grüße. Bis denne.